So, jetzt haben sie noch eine Putze gefunden. Die Herrschaften in der Cave. Hat Autsch gemacht, aber er hat es geschafft. So, die Raid 2 ist immer noch nicht vorbei. Jetzt haben sie noch eine Putze gefunden. So, jetzt haben wir wieder einen kleinen Raid vor uns hier. Mit den DAB-Leuten. Was sind das? Zwei? Keine Ahnung, ob es jetzt ein Online-Raid wird oder Offline-Raid wird. Dann beobachten wir mal die ganze Sache hier. Gucken wir, ob es sich lohnt, darin zu gehen. Hat ausgemacht, dann sieht man ein bisschen mehr. Wollen wir mal rein, gucken wir mal. Nächste Tür. Drinnen, okay. Ah, wir können es ja hier hinstellen. Und was sieht da nichts? Und noch eine Tür. Gut, das ist der erste Loot. Steine. Pikens. Bisschen Müll. Knochen. Okay. Elfen, leer, bisschen Metall, gar nichts, Holz, Holz, das war's. Meine Güte. Vorstand ist nicht gelockt. Auch nichts. Also nicht so erfolgreich, kein Sulfu, kein gar nichts. Also nur ein ganz kleiner, gemütlicher Offline-Raid. So, jetzt haben sie noch eine Putze gefunden. Die Herrschaften in der Cave. Anscheinend überlegen sie sich jetzt, ob sie da rein gehen oder nicht. Er lädt aber nach. Ich denke mal, die werden es aufmachen jetzt. Da der Tat aus ist bei mir. Sich natürlich auch keine Schäden, ne? Also ich vermute mal, dass die Basis hier am Decayen ist. Weil sonst wird es keinen Sinn geben, warum sie jetzt hier rumrennen und scheinbar überlegen, ob sie durch die Wände gehen. Anstatt einfach durch die Tür durchzugehen. War die falsche Muni, mein Freund. Ah. Dreckige Bunkerbase. Ah ja. Cave. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das hier aufknacken wollen würden. Da war versteckt, ne. Ja, das werden sie nicht machen, oder? Wenn das hier im Decayen ist, dann
kann da maximal noch Stein drin sein. Schwefel vielleicht auch noch. Aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ne, die hauen ab. Gut, also auch nichts. So, das sieht sie jetzt aus hier. In der Cave. Und es gibt da so einen Trick, dass sie jetzt runterspringen wird. Aufpassen, dass sie mich nicht reindrückt da. Er springt runter und versucht sich im Flug auszulocken. Dadurch gibt es keinen Fallschaden. Na? Ja, lockt er sich ein, fällt nicht allzu tief und schickt ihm dann das Ding hoch. In derselben Cave, die wir jetzt gerade gesehen haben. Jo, hat geklappt. Ah, je. Jetzt liegt er da, seht ihr? Dann gibt es nämlich noch eine Base. Geradezu, zeige ich euch mal. Da, oh Gottchen. Na, das lohnt ja mal ja nicht. Obwohl, da werden sie sich freuen. Da werden sie sich freuen. Ja? Wird er das überleben? Hat Autsch gemacht, aber er hat es geschafft. Seht ihr? Jetzt schickt er das hoch. Und dann kommt er runter. Kommt auch schon angetrudelt. Bin ich gespannt, ob sie das aufmachen. Ah, sie machen's. Wie gesagt, das lohnt sich. Da haben sie auf jeden Fall wieder das bisher reingeknallte raus. Ja, hat sich gelohnt, diesmal der Einsatz. So, die Raid 2 ist immer noch nicht vorbei. Jetzt haben sie noch eine Putze gefunden. Airlock, was machen sie? Die Türen gehen oder von oben rein? Ich versuche da hochzuspringen, okay. Oh. Haha, ich bin oben. Okay, oben. Ah, jetzt teilen sich die Arbeit. Schießen beide. Okay, er stürzt schon mal ein. Wir gehen schon mal rein. Nischt. Nischt. Revolver. Ja, es ist eine Farmbase. Ist eine Farmbase. Oh ja. Dafür haben sie online Steine. Y3. Naja. Besser als nischt, würde ich mal sagen.